Jetzt geht's los. Sehr okay. Gut. Genau, wir haben Dafung gegen Therion, die Nummer 4 gegen die Nummer 5 geseedet. Ja, was kann man zu den beiden sagen? Die beiden haben einen Setcount von 6-1. Also Dafung hat deutlich mehr Matches geholt. Mhm. Allerdings war es auch meistens so, dass Therion Joker gespielt hat. Also normalerweise ein anderer Char. Ja. Yeah. Den er auch sehr gut beherrscht hat. Jetzt Byleth. Auch, also an sich sagt man, ist ein deutlich schlechterer Charakter. Mhm. Der beste Spieler, oder ehemals bester Spieler, sag ich mal, hat Joker gespielt, mit dem hat er alles zerstört und ist dann einfach, als ob ihm langweilig gewesen wäre, einfach auf Byleth, ein Char, der von niemandem gespielt wurde praktisch, ist drauf umgestiegen und hat damit immer noch alle Leute zerlegt. Ja. Von daher, ja, wie gut ist Byleth? Ist es mit Sicherheit schlechter als Joker, aber der Char ist nicht so schlecht. Ja, okay. Der hat schon seine Tools. Jetzt gerade... Dafung einfach jetzt hier mit dem Mii Brawler sieht schon sehr lustig aus. Einfach hat er auch einen guten zusammengestellt. Ja, Da Vinci Bart. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall Mii Brawler super wonky als Charakter. Halt eigentlich nur so ein kleines Gimmick von Nintendo, dass sie, dass du praktisch dich selbst spielen kannst oder wen auch immer du willst in Smash. Ja. Und aber auch schon in dem Spiel davor einfach unfassbar stark. Das war der einzige Charakter, der gebannt wurde. Also so richtig die ganze Zeit durch. Ja, okay, krass. Und auch in diesem Spiel ist auf jeden Fall ein guter Charakter. Man sieht ihn deutlich seltener, als er noch spielbar war. Ne? Da hat jeder den kleinen Mii Brawler gespielt in Smash 4. Oh, und der F-Smash reicht noch nicht, aber hier die Bola nicht getroffen. Oh, das ist aber immer scary. Oh, stark. Oh! Oh. Und? Nein, nicht das war getroffen. Ein bisschen zu obvious. Und damit will man sich jetzt hier den nächsten Knockout sichern, aber kriegt nicht ganz hin. Wird nochmal rumgewirbelt. Schafft es aber selber wieder on stage. Und jetzt sind beide recht high percentage dabei. Und Dafung will hier auf jeden Fall den Kickoff haben. Und kriegt ihn hier auch sehr schön. Ist aber selber bei 91%, also gar nicht so sicher, vor selber runtergekickt zu werden. Das heißt, Therion kann hier auf jeden Fall gut zurückschlagen, sollte hier bald den ihn haben und dann eben mit jeweils einem Leben noch haben, auf entspannt. Mhm. Aber bisher sammelt Therion hier noch gut Prozente, also das, Dafung will hier auf jeden Fall noch einiges drücken, bevor er zum letzten Leben kommt. Auf jeden Fall, ja. Wie ich schon gesagt habe, normalerweise spielen die Leute sehr viel defensiver einfach noch, wenn sie einen Stock mehr haben, aber Dafung kennt da nichts, der geht drauf. Ja, haben wir heute aber sowieso sehr viel gesehen, also das Oh, das wollte er nicht, er wollte einfach nur run-recovern. Ja. Das war nämlich früher bei dem Spiel davor, da ist dann auch wirklich in den meisten Fällen der gestorben, der gegrabbt wurde. Mhm. Und inzwischen ist der das initiiert praktisch, der stirbt. Mhm. Ja, das ist hätten die auch nicht machen müssen, finde ich. Das ist eigentlich relativ blöd, aber ja, ich sag mal, ist okay. Und jetzt ist es so. Jetzt ist es so, genau. Es wird nochmal schnell die Musik ausgewählt, sehr gut. Ja, ganz wichtig. Oh, jetzt kommt aber bestimmt Jodeln, oder? Kommt jetzt Jodeln? Wenn wir hier schon bei der Tekken-Series sind. Oh nein, nicht das Jodellied. Nicht das Jodellied, sehr gut. Wenn die Leute was von Tekken picken, dann ist es meistens dieses komische Jodellied. Sehr gut. Ja, auch sehr cool, dass Tekken praktisch auch noch seinen Teil gefunden hat bei, also seinen Platz gefunden hat bei Smash. Ja. Mit der ganzen Musik, die da drin ist, auch super cool. Also ist auch eine Reihe, die ich als relativ junges Kind schon gespielt habe und unfassbar viel Spaß mit gehabt, einfach nur auf die Knöpfe zu drücken, ohne irgendwas zu können. Ja. Aber ja, Button Smashing ist natürlich, fängt man eigentlich immer mit an, ne? Ist immer gut. Jetzt gibt's wieder, komm, es wird gut hin und her geprügelt auf jeden Fall. Oh, so ein schöner Grab. Genau, dieses Match hat ja Therion gewonnen. Also es steht 1-0 für Therion. Mhm. Aber unfortunate auf jeden Fall. Ja, da der Grab einfach runter ist natürlich belastend. Davon arbeitet ja aber echt wieder gut gegen.
will sich hier direkt das erste sichern. Wird aber selber noch gut rumgekickt, also da nicht ganz sicher. Ist bisher recht ausgeglichen eigentlich. Aber kriegt hier den ersten Knockoff. Und will jetzt hier auf jeden Fall noch Prozente sammeln, bevor er selber wieder einmal von der Stage geht. Ja, schön. Kriegt hier eine gute Kombo rein. Schöne Prozente. Sehr, sehr gute Prozente tatsächlich. Das sieht sehr, sehr gut hier aus für der Funk. Kriegt vielleicht sogar das nächste noch. Oh, schöne Abbiegung. Ja. Wow, okay. Also der lässt sich da nicht unterkriegen auf jeden Fall von diesem einen Suicide gerade. Oh. Und fängt hier direkt wieder an. Das sind auch schon wieder 60%. Ja, etwa. Also das ist wirklich jetzt eine sehr, sehr krasse Leistung. Wie vielleicht ja auch für den Finish gehen, wo man selber noch 3 Leben übrig hat. Das sieht auch sehr gut aus. Das macht er hier sehr gut. Wirft hier immer wieder seine Bombe oder was auch immer er da wirft. Und hat hier tatsächlich das zweite Game sehr dominant beendet. Krass. Ja. Sehr, sehr krass. Jetzt teile ich hier einmal noch. An alle Zuschauer, ihr könnt ja auch einmal den Link überall teilen, wo ihr möchtet, falls ihr in irgendeinem Discord seid oder sowas. Ich mache das jetzt auch einmal nochmal den Link rumschicken, dass die Leute das auch mitbekommen, weil ich gehört habe, dass man das auf Twitch irgendwie nicht gefunden hat oder sowas, wenn man unter Smash geguckt hat. Deswegen schaue ich jetzt noch einmal, wo ich das vielleicht reinpacken kann. Ja, wir gehen direkt rein. Wir haben auch die gleichen Charaktere weiterhin. Tatsächlich müsste es eigentlich, glaube ich, 1-1 stehen. Davon hier mit einem. Hinter dem. Ja, stimmt. Mit dem guten Ausgleich tatsächlich. Und gibt auch hier Therion direkt wieder am Anfang einmal mit auf die Fresse. Neue Stage tatsächlich hier jetzt ausgewählt. Die sieht tatsächlich sehr nett aus. Also der dominiert jetzt hier gerade wirklich davon. Ein bisschen eingespielen musste er sich und jetzt macht er das auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass. Gibt direkt die 100% mit und das ist auch direkt der erste Knockoff. Hält das hier echt gut durch. Sammelt weiter in die Prozente. Sehr, sehr schön. Therion irgendwie so ein bisschen drahtlos, was er machen soll gerade. Tafung macht das hier wirklich sehr, sehr gut. Kriegt die Hits sehr, sehr gut rein. Immer wieder auf Stage. Und hält auch schön die Kombos in der Luft. Also das wirklich hervorragend. Aber Tafung auch super präzise jetzt gerade. Also die spielt gerade so gut einfach. Das ist manchmal auch so, dass man einfach denkt, dass man. Ja, was soll man da besser machen in dem Moment? Also das ist jetzt wieder bei 3 Leben noch. Und Therion wieder auf 1, aber... Böser Punish. Da kommt's jetzt. Ich guck, ob Therion hier zurückfinden kann. Oh, das ist der gute Damage. Okay, das Game sieht auch aus, als wäre es fast schon over. Außer Therion findet hier jetzt irgendwie noch einen Weg zurück. Irgendwie eine krasse Opportunity. Ja, ein bisschen kriegt das. Aber das ist bisher immer nur so Baby-Damage gewesen. Jetzt vielleicht? Ja, das sieht schon mal besser aus. Byleth auf jeden Fall ein Charakter, der sehr, sehr früh killen kann. Oder auch mal ein Shield-Break landet oder sowas. Oh! Fast. Deswegen ist das Ganze noch nicht komplett over. Ja. Aber 117% ist halt schon auf dem letzten Stock nicht leicht. Max Range, schöne Side B. Ja. Jetzt nochmal davon auf jeden Fall. Nimmt sich ein bisschen zurück und ist jetzt tatsächlich auch noch auf einem. Also wenn
Ferion, ich wollte. Reicht leider. Reicht leider nicht. Damit geht hier der nächste Punkt an Dafung. Und geht damit auf Matchpoint. 2:1 für Dafung. Der kann jetzt den Sack zumachen, um weiter dann ins Halbfinale? Ja. Ins Halbfinale, ins Winner Bracket Halbfinale vorzupreschen. Auf wen, es steht schon fest, auf wen da getroffen wird. Ich schaue mal nach. SDN, also die Nummer 1 hier. Ja. Von daher, also das Set gab es auch schon super oft. Ja. SDN. Es ist meistens knapp geworden, aber ich weiß nicht, ob er schon mal ein Set von ihm gezogen hat. Ja. Jetzt haben wir hier tatsächlich haben wir einen Charakter-Switch nochmal. Auf einen Charakter aus Persona 5, glaube ich, müsste das sein. Ja, genau, das ist Joker. Ah, okay. Also quasi die einer der krasseren Charaktere. Ja, auf jeden Fall ein guter Charakter. Dann können wir mal sehen, ob Therion dann damit jetzt was reißen kann. Wozu ist die Leiste da von Joker? Die Leiste, wenn die Rebels, irgendwas hieß das, wenn die voll ist, dann kommt sein Spirit hinter ihm. Okay. Arsene, der hier. Und dann hauen nochmal alle Attacken von Joker deutlich härter rein. Ah, okay. Oh. Ja, wie man sieht, also Joker ist mit Arsene nochmal deutlich stärker. Was nicht unbedingt deutlich stärker ist, die Recovery von Joker. Ja. Er fliegt dann halt so hoch. Er kommt damit auch sehr hoch. Erster Stock an Dafung. Mhm. Allerdings kann man die punishen. Auf jeden Fall. Viel besser auch als die Kette, wie ich finde. Ja. Ja, auf jeden Fall hat man hier schon mal ein bisschen mehr Möglichkeiten gerade. Will hier Dafung auf jeden Fall unter Druck setzen. Der ist auch schon gut gehittet. Allerdings wehrt er sich noch sehr, sehr krass. Für Therion wird es hier langsam schon wieder eng. Geht auf seinen letzten Stock zu. Will hier aber vorher auf jeden Fall Dafung noch einen ziehen. Das wäre das Traumszenario und das sieht auch sehr gut aus. Die Frage ist, kriegt man hier jetzt noch einen Hit raus? Die Antwort ist nein, zumindest für den Moment. Und Dafung will tatsächlich direkt den nächsten Stock ziehen und kriegt ihn hier fast, aber eben noch nicht ganz. Beide schießen sich komplett durch die Gegend und damit nimmt Dafung tatsächlich den vorletzten Stock. Und jetzt ist es für Therion eben wieder sehr, sehr schwer. Oh. Er muss jetzt noch zwei Stocks ziehen, um das Ganze zu gewinnen, um zumindest noch im Match zu bleiben. Dann hätten wir hier das fünfte Game. Darauf kann es ja noch hinauslaufen. Aber Dafung hat da eben auch noch was mitzureden. Der möchte hier auf jeden Fall in der Winner's Queue bleiben. Die Frage ist, kriegt er das so einfach hin? Das sieht bisher ausgeglichen aus, was den Damage angeht. Allerdings hat Dafung eben noch einen Stock übrig, den er verlieren kann. Und da eben Therion deutlich im Nachteil, was das angeht. Ja, jetzt ist Arsene auch weg. Das heißt, die Killpower ist nicht mehr da. Die hätte er genau jetzt gebraucht. Ja, die Frage ist, kann er noch lang genug überleben, um in diese Phase erneut reinzukommen? Sieht sehr schwierig aus. Er könnte einmal noch in die Phase reinkommen, jetzt gerade. Ja. Aber Dafung will das natürlich eigentlich nicht zulassen. Oh, und dann kickt er ihn auch. Mhm. Einmal raus und damit geht hier Dafung mit 3:1 weiter ins Winner Bracket Halbfinale gegen SDN.